So, dann nochmal fürs Protokoll, damit die Leute wenigstens sehen, woran ich oder du gestorben sind. Also, ich habe ohne jegliche Buffs 15.300 Leben. 14.870. Und wir werden uns gleich natürlich mit Rutaminrausch und Tränken. Was schmeißt du für einen Trank ein? Entrinnen. Entrinnen. Okay, ich schmeiß hier mehr Leben ein. Warte mal, wo ist es da? Weil ich habe da einen Ring an, mit dem ich 8% mehr ausweiche und dann beim Ausweichen auch gleich Ressourcen erstelle. Okay, na gut, ich brauche gar keine Ressourcen. Komischerweise habe ich irgendwie den Bild mit den Minions, da brauchst du eigentlich null. Ich glaube, ich könnte mit null Essenz rumlaufen. Das ist, keine Ahnung, bisschen merkwürdig. Ach du stehst nur wieder im Weg rum. Ich stehe, naja, ich habe eine Fähigkeit habe ich wieder auf aktiv gestellt, weil die Schadensreduktion erhöht. Hier diese, und weil die Leichen erzeugt, beides brauche ich ja. Aber ansonsten stehe ich rum und gucke, was meine Minions machen. Also ich habe nicht viel geändert an dem Wegwerfen-Nekro-Bild. Das Einzige, was ich geändert habe, ist die Resistenzen noch weiter rauf. Die sind jetzt alle auf Maximum und das Leben weiter rauf. Ansonsten habe ich aber Und bist am Fluchen. und bin am Fluchen, genau. Sammelt Zement, Halleluja. Jawohl. So, und jetzt gehen wir zu, wie heißt er? Lord Kack die Wand an. Ich meine, Lysir. Hier haben wir gesagt, ja. So, und zwar müssen wir da zum verdunkelten Weg, fürchte ich. Ja. Was ist da? Und was ich gesehen habe, macht der physischen Schaden. Also hauptsächlich. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, Soll was der aber macht. recht harmlos sein, laut den Beschreibungen, wenn man nicht bei seiner AOE-Attacke direkt vor seiner Nase steht. Und wenn man nicht im Blut rumsteht, das soll auch noch so ein Ding sein. Aber wir werden es sehen. Ja, So. ganz normal den Angriffen ausweichen. Was sagst du normal? Ich habe mich mittlerweile übrigens an den Eisfuzzi gewöhnt, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, von allen Gegnern finde ich den noch am unangenehmsten. Also ich finde ihn nicht entspannt. Ich finde ihn Weil er so stressig. schubst. Naja, weil man ständig auch, genau, weil man aufpassen muss, was er auf dem Boden diese komischen Dinger da macht. Bist du das, der mich Ja, hinterher reite? Nee, doch, bist du. mit dem Teleporten und dem Entrinnen komme ich da eigentlich immer schnell wieder raus. Sobald ich teleporten kann, mache ich das auch. Aber eigentlich brauchen wir das hier noch nicht anschmeißen, oder? Oh, eigentlich egal. So, den Weg dahin, den überlasse ich dir. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Lord Seer soll ja eigentlich, zumindest von der Beschreibung her, noch einer der entspanntesten Gegner sein. Also von den Endgame-Bossen. Da soll der Duriel schon wesentlich unangenehmer sein. Na, wie gesagt, bei der Auflistung, was ich habe, da steht Duriel ganz am Schluss unten. Also, Daher dachte ich, dass sie die stärkste ist. ja, soll er ja auch halt. Wie der Giftschaden soll halt richtig böse derbe sein von Ola Duriel. Level 80er, das ist ja langweilig hier. Bitte? Level 80er, das ist ja langweilig hier. Ja, Seer soll 18 sein, also sogar noch 5 Level unter der Bestie, also der Eisbestie, ne? 10 sogar. 10, war die Eisbestie nicht 85? Nee, du hast gerade 18 gesagt. Statt 80. 80, meine ich ja. Warte mal, bevor du den anklickst, warte, jetzt lass uns mal unser Zeugs einschmeißen. Ich habe mein Blut eh nicht dabei. Na schau. Ich komme gleich Ja, wieder. ich warte dann so lange. Mal gespannt, was ich mit dem Trank und mit dem Ding. Da, ich würde sagen, da komme ich fast auf 20.000 Leben oder sowas. Na, mal gucken. Blut haben wir gesagt, gell? Das exquisite Blut. Nehme ich gleich mal 18 mit. Und ich glaube 9 pro Dings, oder? Ja. Kurz checken. Schriftrolle der Flucht ist bereit. Ich bin ein Angst-Negro. Die Resi brauchst du zwar noch nicht, aber ich habe einfach schon mal angeschmissen. Okay, Dafür, warte dass ich mal. reden nicht. Du hast die Resi angeschmissen? Ja, stimmt. Merke ich gerade. Ich guck mal ganz kurz. Ah, ne, brauche ich nicht gucken. Ich schmeiß mal einen Trank ein. Mach
maximales Leben um 20% erhöht und ich schmeiße ein Rotaminrausch an. Und damit bin ich jetzt, naja, fast auf 17.800. Ich würde sagen, wir sind bereit, oder? Einen Moment, ich lade noch schnell mein Schild auf. Aber dann mal halt, bin noch nicht bereit. Vielleicht sollte ich noch meinen... habe ich das Ding jetzt eingeworfen? Maximales Leben erhöht. Jetzt habe ich es eingeworfen. So, bin bereit. Was machst du da eigentlich? Irgendwas zaubern, damit ich meine Barriere aufbaue. Ach so. So. Hauen wir ihm auf den Kuschen, Burscher. Ih, da kotzt er rum. Mal gucken, was er kann. Ja. Hä? Geht aber ganz schön runter. Wenn der nur Level 80 ist, habe ich jetzt nichts anderes erwartet. Ist ja nie so. Wahrscheinlich hätte ich mal ausweichen müssen. Wo ist er hin? Steckt sich. Ach ja. Arsch, ich bin ein Mörder. Oh Mann, der soll den Mist lassen. So. Okay, das war jetzt. Ist jetzt fast enttäuschend. Na, ich hätte auch gedacht, dass der 100 oder so was wäre. Ich habe am Anfang angefangen auszuweichen, aber jetzt habe ich es einfach mal gelassen. Okay, interessant. Na, das ist das Problem auf Hardcore. Man testet es erst viel zu spät an. Ja. Man hätte schon viel früher seine Sachen looten. Ja, aber es kommt sicher als sicher, ne? Also. Wenn man es zu früh antestet, man testet es nur einmal zu früh an, aber mehrmals zu spät. Können wir es eigentlich gleich nochmal machen, ne? Wobei, schade mal. Gibt es nicht einfach so einen Reset-Knopf? Was hat er für mich getropft? Irgendwelche Schuhe. Ja, toll. Den Stab, den ich eh schon habe, den hat er getroppt, aber in wesentlich schwächer. Und keine Ahnung, ob man irgendwo resetten kann. Also machen wir das alte Spielchen wie immer. Wir teleportieren uns in die Hauptstadt. Na, oder wir machen kurz einen anderen Dungeon oder einen anderen Boss. Wir können natürlich mal hier ein Dings machen, sag schon, ein Albtraum-Dungeon. Eine Stufe, hier eine richtig schöne Stufe. Das können wir auch machen. Okay, machen wir zwischendurch einen Albtraum-Dungeon. Sagen wir mal 55. Hätte ich im Angebot. Was habe ich dir geschrieben, was ich gelaufen bin? Ich habe schon wieder vergessen. Genau. Da habe ich mal so ein bisschen angetestet. Ich glaube, da bin ich 68 gelaufen. Naja, da wünsche ich dir viel Spaß. Ich nehme mal hier, hast du was gegen Monster widerstehen, Verwundbarkeit? Nö. Hast du was gegen Monster leben? Also, solange ich nicht weglaufen muss oder irgendwas vor irgendwelchen Blutblasen. Aber die Blutblasen, die sind so schnell weg, die machen meine Viecher kaputt. Ja, oder meine Dings. So, und Hinterrücks mag ich nicht. Also nehmen wir das hier und sagen... Das Barrierebrecher stört mich nicht. Mein Gott, dann haust du die halt runter, baue ich eh sofort wieder auf. Ich bin so schön. So, habe ich alles, ja. Okay, jetzt haben wir es hier. Welche Bosse fehlen da noch? Duriel fehlt noch. Lilly fehlt noch? Ja, für Lillys habe ich massiv Respekt. Duriel auch. Ich weiß gar nicht, wo man für Duriel hin muss. Juhu! Für Duriel würde ich ja fast die Hose, was du gesagt hast, die brauchst du nicht. So. Guck mal, ich kann auch mal Damage machen. Juhu! Was für ein Level haben die hier? Ich hab's gar nicht aufgepasst. 108. So. Glaube ich, oder? 109 habe ich das gesehen. Okay. Warum bist du immer noch ein Blitz? Ja, an manchen Stellen nehme ich den Blitz gar nicht mehr an, weil der langsamer ist, als was ich selber damit mache. Wo müssen wir denn hin für Duriel? Das steht bei den Sachen zu beschwören. Ich
glaube, das war Kijistan. Wenn ich mich nicht irre. Ich brauche mehr Zeit. Flauzi, Flauzi. Ach Mann, ich will nicht weglaufen. Mal in die andere Richtung hier weiter. Mal, ob ich was finde. Wenn du Angst hast, dann schreist du, dann komm ich. Wenn du Angst hast, schreist du, dann komm ich. Jupp, so machen wir's. Wie viel müssen wir zerstören? Ach, das war's schon, oder? Eins noch. Eins noch und das ist hier oben. Okay. Dann kann ich ja zurückkommen, oder? Oder schauen, wo es dann weitergeht. Ich glaube, du bist in der richtigen Richtung. Die Mütze mit dem Gegner zusammenziehen, die ist echt angenehm. Hat eine Mütze? Was ich dir mal vorgeschlagen habe. Oder erstmal scherzhaft vorgeschlagen? Nee, das habe ich mir angeguckt. Nicht. Ja, wie dann der Nachtrag war, die ziehen ja die Monster nicht zu dir, sondern zum... Ja, Monster. Aber das ist mir zu unkontrolliert. Die Viecher stehen ja immer nicht immer da, wo man sie haben möchte. Warte mal, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich weiß nicht, wolltest du gucken. Sind wir hier nicht... Warte mal, wir müssen irgendwo... Warte mal, dann ich nehme mal an, nach links unten vielleicht? Ich schau mal hier rechts bei dem, was wir noch nicht... Ne, hier sind nur tonnenweise Elite. 1, 2, 3, 4. Ja, hier schaffst du das. Ich komme gleich, kann ein bisschen dauern. Ich bin gerade im Zwischenraum, wo man sich durchkämpfen muss. Kein einziges Item mir drauf. So, warte mal, wo muss ich hin? Ganz nach rechts. Geld! Das gute Geld! Ich eile, ich fliege. Ich meine, gut, wir könnten natürlich auch mal Duriel angehen, wenn wir unbedingt sterben wollen. Welches Level hat der? Ich gehe von 100 aus, aber nichts Genaues weiß ich nicht, war noch nicht dort. Und im Gegensatz zu dir bin ich ungespoilert. Explosionen! Ja, und gerade bei Duriel wäre die Hose recht praktisch, die den Resi hier draufsetzt. Naja, ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht unbedingt Duriel machen. Weil wenn du dann Getränke nimmst und Räucherwerk, dann sag mal, bist du bei 78. Ja, zieh du dir ruhig an. Und dann nochmal bist du 13 drauf. Ja. Mal, das macht sich dann schon bemerkbar. Ich bin noch nicht bereit. Der bist dann schon mal bei 90%. Blauens. Töte irgendwen und irgendwas. Und seitdem ich 100 bin, habe ich keine besseren Items mehr gefunden. Was spielst du denn dann überhaupt noch? Andere Charaktere. Lösch den sofort. Nach Duriel kann ich löschen. Blau ist blau.
Oder löscht sich dann? Nee, nachdem Blizzard angekündigt hat, dass er eine neue Schwierigkeitsstufe rausbringt und so, löscht ihn. Also wenn er sich selber löscht, ja. Okay. Aber mit dem Addon soll ja noch ein bisschen was dazukommen, insofern. Ja, dann gibt's ja auch eine neue Season. Ja, aber du musst mein Kleiner an die Kronen verschicken. Der bleibt schön da. Na, ich habe auch ein paar Charaktere, auch im ewigen Reich, aber die spiele ich halt nicht, weil das ist halt immer Season angesagt. Dann spielen wir Caesar. So. Da? Komm gleich. Mach schnell den Elite. Vielleicht findet man ihn doch mal irgendwas. Einer schmeißt hier mit Eis. So, jetzt aber, oder? Da. Ja. Jetzt ist das Urteil von Mama. Wird das Eule versteckt. Der ist fast stabiler als wie heißt er? Sio. Als Sio. Ja gut, der ist ja auch ein paar Level drüber. Die macht sich Level mehr vor. Herrschaftszeit. Hat aber gedauert. So, warte mal, was hat er denn eigentlich? Zack. Oh. So, und würde ich sagen, gleich weiter, oder? Wieder zu Sio oder ja. Zu Lilly oder? Nö, machen wir erstmal nochmal Sio ein, zweimal. wir haben mentalitätsmäßig komplett unterschiedliche Charaktere. Du bist die Schnell-Schnell-Zauberin und ich bin der Slow-Mo-Necromancer. Ja, aber sie ist eigentlich recht angenehm zu spielen. Ja, was nichts daran ändert, dass du die Schnell-Schnell-Zauberin und ich der Slow-Mo. Warte mal, warum sind wir überhaupt hin? Ich bin falsch gelaufen, wa? Nee, das ist richtig. Da rein. Der Lotsier, da hatte ich gedacht, aber der droppt auch scheinbar dasselbe Set wie der komische, wie heißt er, wie die Eisbestie, oder? Müssen wir hier lang, bin ich hier richtig? Ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, was der genau droppt. Sag mal, kann das sein, dass wir hier schon... Das sieht noch dass so... Dass immer noch dieselbe ist. Ja. Weil das ist alles so leer. Sieht so aus, ja. Das müssen wir doch mal resetten.
Vielleicht ist er da drin anders. Keine Ahnung. Also mit einem Druiden, da habe ich Dims. Nee, ist eine neue. Ist eine neue Insel. Da hat es immer geholfen. Das war wahrscheinlich nur diese Vorinstanz. Also da muss ich sagen, da fand ich die Eisbestie wesentlich schlimmer, also um Klassen. Obwohl die, naja, was heißt obwohl die, ist halt ein Level höher, ne? Oder 5 Level oder 10, keine Ahnung. Und der hier, der macht halt nichts Unvermeidbares. Du kannst halt allem ausweichen und kannst alles. Ja. Er lässt sich gut tanken. Er hat also kein Interesse an dir, wenn du Mobs dabei hast. Ja, das war vorhersehbar. Ja, und wie gesagt, nur Level 80, ne? Er ist ein ganz zarter. Stiefel sind wahrscheinlich. Warte mal, wo ist der Brustschutz? Klingenplatte, mal wieder. Aber eine ganz schlechte Ausführung. Pfui Deibel. Und wie klingen die Platten? Ja, wie gesagt, das ist die denkbar schlechteste Ausführung, die es gibt, nämlich 12.000 Dornen von 16.000 möglichen. Ach, die mit den Dornen. So. Na komm, gleich nochmal hinterher. Ich bin nur ganz kurz beim Schmutz. Jo, ich muss auch mal Zeug loswerden. So. Lord Seer, die alte Nudel. So, das kommt da rein. Hatte ich nicht noch was gekriegt? Da. Ich hab jetzt irgendwie. Ja. Mal wieder Platz machen in meiner Bank. Segen des Vaters. Blizzard muss zusehen, dass sie eine Möglichkeit finden, das Geld loszuwerden. Weil. Die halbe Milliarde? Ja, ich weiß nicht, wohin damit. Also. Ja, lieber zu viel als zu wenig. Aber man könnte es komplett abschaffen. Naja, irgendwas zum Gamblen oder so, weißt du? Das... Eine gute Ausbeute. 923er Gegenstand, leider mit extrem bläden Stats. Schade. Ließ sich gut zerlegen. Ich könnte meine restliche PvP-Währung zum Gamblen verwenden. Ja, aber das, ich rede ja vom Geld, du Nase. Aber ist das ja, weil da habe ich mir auch schon alles geholt, was es gibt. Aber ich rede doch vom Geld gamblen. Ja. Ist das auch Unfug? Der klaffende Spalt war, glaube ich, Duriel, oder? Gute Frage. Ganz unten links wäre der klaffende Spalt. Mit 49 brauchen wir nicht. Hübscher Ring, aber taugt auch nichts. Also jetzt zu Lilly? Nix zu Lilly. Können gerne noch mal Dings machen hier.
Wenn dann ganz langsamer. Aber du darfst Lilly gern alleine probieren. Die ist bestimmt nur 100. Ja. So. Was haben wir da? Ja, aber was willst du noch machen, bevor du zu Lilly gehst? Du findest erst bei Lilly und bei Duriel bessere Sachen. Meditieren. Ja, dann hol dir ein Meditier und dann geh mal rein. Mal kurz, was haben wir da noch? Verbrauchen einer Leiche erzeugt Essenz. Blutkugeln brauchen wir nicht. Ja, weil ohne diese Gegner habe ich keinen Fortschritt. So, warte mal. Ja, dann versuch doch mal, Lilis. Also, ich denke, das schaffst du dann schon, oder? Meinst du nicht? Ja, wir wollen ja bei dir den Videobeweis holen. Ich bin ja keine zusätzliche Lebensversicherung für dich. Sterben tut jeder alleine. Im Gegenteil, ich bin wahrscheinlich eher hinderlich, weil ich mache den Boden voll Zeugs, da sieht man nicht mehr, was wo ist. Also, warte mal, ich muss hier kurz mal konzentrieren, dieses Zeug hier auseinandernehmen. So, das brauchen wir auch nicht. Und das Problem hätte ich wahrscheinlich eher bei Duriel, weil dir Gift ist. Oder eher. Duriel ist für mich immer weiblich. 35 Intelligenz. Nee, sowas brauchen wir auch nicht. So, also, das hätten wir. Gut, also Duriel können wir gerne mal angehen. Okay, ich hätte gedacht, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass Duriel schwerer ist. Was brauchen wir für Duriel? Müssen wir das herstellen oder mitnehmen? Warte mal, ich glaube, bin mir ehrlich gesagt nicht, was hab ich hier gefunden? Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, was wir für den brauchen. Ah, die Eier und die Qualscherben. Die Eier und die Qualscherben, ja, okay. Wo hab ich die hingepackt? Irgendwo habe ich die hingepackt, ich weiß noch nicht mehr wo. Da! 21 Eier und 7 Qualscherben. Okay. Na, 21 Eier und 11 Scherben. Okay, nehme ich mal also mit. Das wird ziemlich gleich. Zack, zack. Ich habe jeweils 2 mitgenommen. So, wo müssen wir da hin? Ganz runter, Kechistan. Kechistan. Und wohin da? Ach, ganz ich sehe es schon. Links. Naja, ich sehe schon. Der klaffende Spalt. Hätte ich sogar noch einen Quest anzugeben. So, warte mal kurz. Irgendwas hatte ich da noch. Eine. Meine Güte. Die vorletzte. Links ist abgeschlossen. Kriegt man dafür Lendenschutz aus Körperteilen. Sehr schön. So. Bin gleich da. Und beim letzten, wie viel fehlt dir da? 4 habe ich da abgeschlossen von 9. Warte mal, ich muss erst mal hier. Was droppt denn hier alles für ein Mist? Schriftrolle der Watt, Amnestie? Achso, okay. Ewigkeitspakt brauche ich nicht. Gibt es hier auch irgendwas anderes? Läuternde Säure? Ehrlich gesagt sammle ich das schon gar nicht mehr auf. Die ganzen Säuren und die Pakte, diese verfallenen Edern. Ja, manchmal sammle ich auf, manchmal nicht, aber ich habe. In der Bank habe ich genug. Ich gebe mal noch kurz hier die Quests ab. Ich hatte mich schon. Die habe ich irgendwann mal aus Versehen erfüllt. Also, ich warte am Anfang vom klaffenden Spalt. Jojo, ich komme gleich. Moment. Kannst du dich zu mir teleportieren? So, das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir. Die Schriftrolle der Tralala, die tun wir mal in die Kiste, falls ich verrecken sollte. Die habe ich tatsächlich einmal benutzt, um einen anderen Necro-Skillung auszuprobieren, die mir aber irgendwie gar nicht gefallen hat. Das
Das heißt, aufpassen, dass ich nicht die falsche Schriftrolle wegleere. Ne, die Flucht habe ich noch, okay. Ich eile, ich fliege. Nur keine Stress.